Die französische Luftfahrtermittlungsbehörde hat weitere Einzelheiten zum Absturz der Germanwings-Maschine veröffentlicht. Demnach erhärtet die vorläufige Auswertung der zweiten Blackbox den Verdacht, dass der Co-Pilot den Airbus absichtlich zerschellen ließ. Er habe den Sinkflug eingeleitet und die Maschine anschließend mehrmals beschleunigt, teilten die Ermittler in Paris mit. Bei dem Absturz in den französischen Alpen waren vergangene Woche alle 150 Menschen an Bord ums Leben gekommen. Zerdrückt und verkohlt, kaum mehr erkennbar. So sieht der zweite Flugschreiber mit dem Datenrekorder aus. 10 Tage hat er verschüttet, von Trümmern und Geröll bedeckt, an der Absturzstelle gelegen. Und sie hat ihn gefunden. Alice Collefie, eine junge Gendarmin aus Chamonix, war gestern so etwas wie die Heldin im Bergungsteam. Sie hat geschafft, woran kaum noch jemand geglaubt hatte. In 20 Zentimeter Tiefe fand sie den Flugschreiber. Ich war mir zu keinem Zeitpunkt sicher, dass das wirklich die Box ist. Ich hatte Zweifel und es war mir nicht klar, dass ich sie wirklich hatte. Ich habe nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, sie in all diesen Trümmern zu finden. Die Auswertung des Stimmenrekorders hatte nahegelegt, dass der Co-Pilot den Airbus absichtlich abstürzen ließ. Nun unterstützt die erste Auswertung des beschädigten, aber im Innern noch intakten Datenrekorders diese These. Da haben wir den kompletten Ablauf gespeichert, der das ergänzt, was wir schon erfahren hatten, nämlich dass er sich eingeschlossen hatte und das alles vorsätzlich getan hat. Dank der zweiten Box können wir nun die Entschlossenheit des Co-Piloten bestätigen, seinem Leben und dem all seiner Passagiere ein Ende zu setzen. Nun konzentriert sich die Suche auf die persönlichen Gegenstände der Opfer. Der Ablauf der Flugkatastrophe wird immer klarer. Denn die Ermittlungsergebnisse in Frankreich und in Deutschland weisen eindeutig in die gleiche Richtung. Es gibt kaum noch Zweifel, dass der junge Co-Pilot ganz bewusst die anderen 149 Menschen mit in den Tod gerissen hat.